Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem MacPom-weiten Magazin haben wir wieder Beispiele für Sie zusammengestellt, wo und wie europäische Fördermittel zum Einsatz kommen. Dazu berichten wir aus der Forschung an der Uni Rostock und schauen uns die Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur an. Beginnen wollen wir in Greifswald. Im Greifswalder Ortsteil Eldena wurde am 14. Dezember die Umgestaltung des Park-and-Ride-Parkplatzes an der Klosterruine abgeschlossen. Zur feierlichen Übergabe der umfangreichen Baumaßnahmen war neben Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerschaft sowie der beteiligten Baufirma auch der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung Christian Pegel anwesend. Er erklärt uns, welche Idee eigentlich hinter dem Konzept Park and Ride steckt. Wenn ich nach Greifswald reingucke, ist ja eine der Hauptherausforderungen tatsächlich, dass wir ganz viel Pendler-Ein- und Ausverkehr haben. Und wenn es gelänge, den hier zu bündeln und damit die Innenstadt zu entlasten, die Stadt zu entlasten, wäre riesig was gewonnen. Und das ist auch die Idee, die uns bei der Förderung umtreibt. Die Europäische Union erlaubt uns, mit sogenannten EFRE-Fördermitteln, Strukturfondsmitteln, CO2-Einsparungen zu unterstützen. Und diese Verknüpfungspunkte, die animieren, aus dem Auto, aus Fahrrad, in den Bus oder auch zwischen Fahrrad und Bus zu wechseln, die sind das, was die Europäische Union uns zu unterstützen hilft. Von daher glaube ich für Greifswald, aber auch fürs Umland bedeutsam. Entstanden sind neben drei WC-Anlagen mehrere Fahrradboxen, um den Umstieg vom Auto auf das Rad oder umgekehrt zu erleichtern. Zudem gibt es ab sofort zwei Parkplätze für elektrische Autos mit bald entstehender Lademöglichkeit sowie eine neue Ampel mit Blindensignalisierung. Außerdem wurde eine ganz neue Bushaltestelle gebaut. Hier war sicherlich ein mehrfacher Vorteil. Hier war eine Freifläche, die man gut nutzen konnte. Es gab den lang gehegten Wunsch, die Buslinie auch bewusst bis hierhin zu verlängern. Die fuhr bisher gar nicht bis zu diesem Punkt. Dafür brauchte ich aber eine Möglichkeit, den Bus zu wenden. Man hatte also mehrere Anforderungen, die hier gut erfüllbar waren. Ich fürchte, bei manch anderer Strecke ist es dann schwerer, überhaupt ein großes freies Grundstück zu finden. Wie der gesamte Parkplatz wurde auch die Haltestelle barrierefrei gebaut. So ein Projekt verursacht natürlich auch Kosten. Der Parkplatz wird am Ende ca. 1,8 Millionen Euro kosten. Jetzt warten wir mal ab, wie die Rechnung am Ende wirklich aussehen. Aber es scheint so, dass es auch wirklich gelungen ist, die ursprünglich geplanten Kosten einzuhalten. Und davon sind 1,4 Millionen Euro europäisches Fördergeld, das die Europäische Union im Rahmen des EFRE für Wirtschaftsförderung, für Strukturförderung uns bereitstellt. Die Fischerschule zum Beispiel ist auch aus diesen EFRE-Mitteln gefördert worden. Aber an dieser Stelle geht es vor allen Dingen der Europäischen Union darum, dass wir einen Verknüpfungspunkt schaffen. Um dieses Angebot für jeden nutzbar zu machen und so viele Menschen wie möglich zu animieren, nicht mit dem Auto direkt in die Stadt zu fahren, wird der neue Parkplatz an der Klosterruine kostenfrei sein. Und Infrastruktur für eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit gilt es nicht nur ganz analog mit Bagger und Pflastersteinen zu verbessern. Es gibt auch digitale Potenziale in diesem Sektor. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim VLP ist das kreiseigene Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Aktuell führt das Unternehmen auf 173 Strecken Linienverkehr durch. Die Leistungen werden mit rund 200 Omnibussen und 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbracht. Ergänzend zum Linienverkehr gibt es das Rufbusprojekt. Damit beschreitet die VLP völlig neue Wege und hat in Mecklenburg-Vorpommern derzeit mit der flächendeckenden Einrichtung ein Alleinstellungsmerkmal. Wir können mit dem Rufbus sicherstellen, dass egal wo man im Landkreis wohnt, man sein nächstes Grundzentrum immer erreichen kann und auch den nächsten Umstiegsort in den übergeordneten Verkehr, also zum Beispiel in die Eisenbahn. Und das erreichen wir, indem wir 20 Mal am Tag eine An- und Abfahrt bieten. Ja, und unser Claim ist, es gibt keine Zug-An- und Abfahrt im Kreis, die ich nicht erreichen kann, beziehungsweise von der ich nicht wieder nach Hause komme. 2016 hat die VLP mit dem Projekt Rufbus gestartet. Damals noch mit 20 Fahrgästen am Tag. Inzwischen nehmen bis zu 80.000 Menschen jedes Jahr die Dienstleistung wahr. Mit den Rufbussen konnte die Fahrplanleistung verfünffacht werden. Das ist einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern. Finanziert wurde das Projekt und die Einrichtung eines digitalen Arbeitsprozesses mit Hilfe der Europäischen Union und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Mit den EFRE-Mitteln haben wir diese Digitalisierungsvorhaben bezahlt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eine Schnittstelle bekommen haben von der Landesfahrplanauskunft der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zu unserer Rufbusbestellung. Und das heißt, dass man direkt zentral in der Landesfahrplanauskunft unseren Rufbus findet, dort einen Buchen-Button hat und dann ohne viel Arbeit gleich übergeleitet wird in die Bestelloberfläche und dann eben sagen kann, was man für einen besonderen Bedarf hat, dass man ein Rollstuhlfahrer ist, vielleicht noch eine Babyschale mitgenommen werden muss. Und dann drückt man auf den Knopf und dann kommt der Rufbus auch. 250.000 Euro investierte die VLP in die Digitalisierung des Rufbussystems. Mithilfe der digitalen Infrastruktur kann eine Bestellung 24 Stunden in der Woche über eine App oder online abgegeben werden. Die Voranmeldezeit beträgt mindestens 2 Stunden. Der Rufbus kann außerdem werktags von 6 bis 18 Uhr per Telefon bestellt werden. Um digitale Technologie dreht es sich auch in unserem letzten Beitrag in diesem Magazin. An der Uni Rostock forscht man an der Weiterentwicklung und Optimierung des 3D-Drucks. Die Universität Rostock ist mit 9 Fakultäten sehr breit aufgestellt. Etwa 13.000 Studentinnen und Studenten besuchen die traditionsreichste Universität im Ostseeraum. Von diesen besuchen etwa 1200 Studierende die Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik. Diese unterteilt sich dann noch in weitere Lehrstühle wie Leichtbau, Fertigungstechnik, Getriebe- und Antriebstechnik oder eben Mikrofluidik, um nur einige wenige zu nennen. Wir befinden uns heute an der Universität Rostock, Bereich Maschinenbaufakultät. Und wir sind heute im Lehrstuhl für Mikrofluidik. Und befinden uns jetzt hier im Raum eines 3D-Druckers oder 3D-Druck-Labors. Nun ist der 3D-Druck keine Neuigkeit, die es vorzustellen gilt. Doch wir befinden uns an der Universität und somit gibt es Besonderheiten. Also mit den speziellen 3D-Druckern hier im Raum verarbeiten wir Spritzgussgranulat. So, das klingt vielleicht erstmal komplex. Im Endeffekt können wir auf eine große Materialvielfalt zurückgreifen, die aus der Spritzgussindustrie kommt. Und die 3D-Drucker können das Granulat direkt verarbeiten. Und dadurch sind wir in der Lage, normale Kunststoffe zu verdrucken, also auch Hochleistungskunststoffe, die in der Industrie viel gebraucht werden, als auch Metall- und Keramikbauteile, die auch in der Spritzgussindustrie verarbeitet werden können. Durch Forschung und Entwicklung an der Universität Rostock kommt es immer wieder zu Vorzeigeprojekten und die daraus resultierende Ausgründung zu einem sogenannten Start-up-Unternehmen. Ein solches Start-up, welches die Wurzeln an der Universität Rostock hatte, ist das Unternehmen AIM 3D. Mit einem Verbundvorhaben mit der Universität Rostock forschen Mitarbeiter der Fakultät und des Unternehmens an der Weiterentwicklung des 3D-Drucks. Sowohl am Druckgerät selbst, als auch an der Zusammensetzung der Materialien. Das, was in der Spritzgussindustrie herrscht, sind große Maschinen mit großen Drücken und großer Drehzahl. Und wir reduzieren das auf einen kleineren Maßstab, beziehungsweise das Unternehmen hat das gemacht. Und wir forschen daran, um vor allem die Druckparameter und damit das, was wir hinten rauskriegen, die Erzeugnisse, dass sie eine hohe Qualität haben. Genau. Und außerdem gibt es noch viele weitere Forschungen in der Materialvielfalt. Also durch den Vorteil der Spritzgussindustrie können wir verschiedene Materialien kombinieren und hinten raus auch andere Materialien erzeugen, die wir konventionell nicht herstellen können. Die Anschaffung des Druckers wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein enorm wichtiger Beitrag, der auch den Studenten der Fakultät zugutekommt. Wir brauchen nicht nur den 3D-Drucker, sondern wir brauchen häufig auch die ganze Nachbearbeitungsstrecke, das heißt Öfen zum Brennen, die bis über 1000 Grad heizen können. Und wir brauchen auch verschiedene Geräte davor, um auch das Granulat selber herstellen zu können. Und die können wir uns einfach nicht kaufen und dafür brauchen wir eine Kofinanzierung. So, und deswegen sind die EFRIM und die Geräteanträge, die wir gestellt haben, gerade mit unseren Projekten, die wir auch beantragt haben, essentiell. Sonst könnten wir die Forschung gar nicht betreiben und so können wir dieses Feld gar nicht voranbringen. Und für das Unternehmen würde da auch ein großer Forschungszweig wegfallen, weil wir mit dem Unternehmen gerade auch Industriekooperation haben. Und es wäre fatal, wenn wir das nicht tun könnten.
Der 3D-Druck ist zwar aus den Kinderschuhen heraus, ist aber noch nicht effizient genug, was zum Beispiel Stückzahlen, Größe und daraus resultierende Kosten betrifft. Durch die Verbundforschung wird daran gearbeitet, dass diese Parameter so effizient wie möglich gestaltet werden können. Soweit unsere Beiträge aus unserem Bundesland für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.